willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ja, ich bin Flaschenpost LP und wir spielen bekanntlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie ihr vielleicht schon seht, bin ich in dieser Folge ein bisschen weiter vom Level her und ich bin jetzt auch im Clan endlich drin. Der Clan heißt die Einsens, also müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und hier sind auch ein paar ganz nette Leute drin. Ja, es ist einfach so, ich habe ein bisschen gespielt ohne euch, liebe Leute. Und wir werden jetzt gleich mal uns von jemandem angreifen lassen aus dem Clan. Das ist ja auch Teil des Updates, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, dass man jetzt Leute im Clan angreifen kann. Ich finde das auch sehr gut, was sie sich da überlegt haben. Und dann werden wir mal warten, bis jetzt jemand annimmt. Ja, das müsste jetzt kurz dauern. Ich weiß nicht, wer im Moment online ist. Also, wir warten einfach mal kurz. Wir können im Hintergrund drauf achten. Ich kann acht neue Sachen im Shop kaufen. Und jetzt werden wir von Clashy angegriffen. Okay. Mit Mauerbrecher möchte er versuchen, unser Dorf anzugreifen, aber wir werden das natürlich verteidigen. So, da seht ihr schon, die Clanburg wurde jetzt rausgelockt und vernichtet seine Truppen. Also ich glaube nicht, dass er irgendeine Chance haben wird. So. Jetzt setzt er die Riesen und seine Clanburg-Truppen. Aber es bringt ihm eigentlich gar nichts, weil die Riesen eh gleich tot sind. Ja. So, Kinder, da seht ihr es auch nochmal. Riesenbombe und... Nee, eine normale Bombe war das, Entschuldigung. Riesenbomben sehen ein bisschen anders aus. So schlecht macht der gute Kollege sich ja eigentlich gar nicht, aber... Ah ja, Kinder. Da war der Kampf dann auch zu Ende. 37% hat er bloß geholt. Er ist auch noch nicht sonderlich weit vom Spielen her. Deshalb ist es nicht so schlimm. So, wir werden jetzt mal hier ein paar Truppen ausbilden und fertig jammen. Und dann werden wir ihn jetzt mal angreifen. So, wir sehen schon seine Base. Er hat schon eine Level 5 Mauer, wie man eben gesehen hat. Nein, eine Level 4 Mauer war das. Die Level 5 Mauer sind ja die goldenen, Entschuldigung. So, da sehen wir, die Truppen gehen eigentlich ganz gut rein. Naja. Sie schießen aufs Rathaus, aber ich glaube nicht, dass es ihnen noch was bringen wird. Ich habe einen Magier und der Turm ist jetzt down. So, sein Rathaus haben wir jetzt mit 22%. Der Magier lebt auch noch eigentlich ganz gut. So, die Luftabwehrgeschichte ist jetzt hinüber. Wir sehen, das Armeelager ist nun in Trümmern. Und ansonsten sieht es eigentlich... Ich denke nicht, dass wir noch 50% schaffen werden, liebe Freunde. Weil der Kampf gleich zu Ende ist da. Ja, 40% haben wir geholt und einen Stern, das ist eigentlich voll in Ordnung. Wir sind jetzt hier zurück in der normalen Dorfansicht. Ihr seht, ich habe 215 Pokale. Ich habe ein bisschen gespielt ohne euch, wie gesagt. Und ich habe auch ein bisschen gejammt. Ja. Ihr wisst, ich kann sonderlich nicht viel dazu sagen. Kanone 2, Goldlager 2, jetzt auf Level 3 wird die Kanone gerade verbessert. Und was ihr hier seht im Hintergrund, liebe Freunde, das ist eigentlich schon total alt. Also es ist schon locker eine Woche her, dass ich die Folge hier aufgenommen habe und jetzt nachkommentiere, Entschuldigung, weil ich einfach nicht genug Zeit habe. Ich habe mir gestern für die PS4 Minecraft gekauft
Wer es auf Instagram verfolgt hat, ich habe da ein Bild von der Karte hochgeladen, von der PlayStation-Karte. Also ihr wisst ja, bei Instagram kleingeschrieben, Flaschenpost-LP-Official, also offiziell auf Englisch. Und da könnt ihr auch mal abchecken. Ich lade da ab und zu mal Bilder hoch. So, wir haben jetzt noch die Clanburg, aber ich glaube nicht, dass wir sie hier einsetzen können, oder? Doch. Da oben ist die Clanburg. Ihr seht, es hat gerade ein wenig, jetzt geht es weiter. Wir haben 7%, 8%. Und dann war es auch geschehen, meine lieben Freunde. Black Prophecy ist einfach zu stark. Ich habe gar nicht gesehen, dass Clashy ihn eben angegriffen hat. Ich dachte, dass ich ihn angegriffen habe. Ja, man sieht das nicht sofort. Ich kommentiere hier eigentlich jede Folge nach. Aber wenn ich ein richtiges Mikrofon oder so habe, werde ich auch, wenn ich zwei Bildschirme habe. Weil ich habe hier auf meinem Schreibtisch noch so viel Platz, der Bildschirm steht links. Dann habe ich hier den Stundenplan zu stehen. Wenn man den ganzen Kram hier wegräumt, kann man hier noch einen zweiten Bildschirm unterbringen. So, wir sehen ja gerade, dass Clashy mich gerade nochmal angreift. Und er macht es eigentlich im Moment. Naja, er wollte die Clanburg halt rauslocken. Ich finde es auch gut, dass man die Truppen behält, wenn man jetzt jemanden angreift zum Test im Clan. Dann sieht man auch, wie gut er ist, und man hat dann halt die Truppen, wenn man einen echten Kampf ausführen möchte. Ihr seht, ist das Orangenrädchen eben wieder da gewesen, das Verbindungsrädchen. Es lädt ein wenig, es ist eine Live-Übertragung, wie ihr seht. Aber wie gesagt, die Folge ist schon ein wenig älter. So, die Riesen müssten jetzt auf die Kanone gehen. Seine Kobolde beschäftigen sich mit dem Rathaus, was jetzt auch down ist. Er hat jetzt gleich 2 Sterne. Und ich glaube, dass er die 100% holen wird. Ich kann es nicht genau sagen, aber... Ja, sein Magier ist noch... Mann, der schießt große Feuerbälle, liebe Freunde. Und... Und da seht ihr auch, dass er jetzt die 100% geholt hat. Ja, aber ich bin noch nicht mal in der Liga drin. Ich bin noch nicht mal in Bronze 3 drin. Das kommt aber alles noch. So, wir sammeln uns hier das Elixier und das Gold. Wir haben 9 Gems im Moment. Und... Ja. Ihr seht, der Clan ist Level 5, heißt die 1 und so. Und es wäre eigentlich ganz nett, wenn ihr mal vorbeischauen würdet, also... Wir werden jetzt auch nochmal hier einen Gegner angreifen. Ich habe mir mal überlegt, ob ich einen Livestream machen soll, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mal irgendwie einen Livestream oder sowas machen soll. Würde mich mal interessieren, ob ihr das gut finden würdet. Wie wir hier schön sehen, geht seine Base gerade kaputt. Das Rathaus ist jetzt auch Geschichte. Oh, ich liebe Magier einfach, die sind so gut. Mit ihren Blitzen und Feuerbällen, die sie schießen. Leute, guckt euch das an. Wir haben 100% geholt. Und jetzt ist meine Klammer leider leer. Wir fordern mal schnell an. So, ihr könnt sicherlich sehen, dass ich noch kein Labor habe, aber das wird in den nächsten Folgen sicherlich schon da sein.
Und deshalb, liebe Freunde, war es das mit dieser Folge Clash of Clans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.